Und so habe ich, kann ich mit Leuten reden über gemeinsame Hobbys. Mir macht es unheimlich Spaß, zum Beispiel Midnight getroffen zu haben, mit dem eine Serie zu machen. Das war toll und nebenbei hat man Videos gemacht. Andere Leute geben mir Tipps, was ich besser machen kann und so weiter. Also es ist rein wegen Spaß. Natürlich hat man ein schlechtes Gewissen, wenn man jetzt mal wieder eine Woche nichts hochgeladen hat oder so irgendwas. Da ist schon ein bisschen Druck dahinter oder ich habe jetzt 4 Tage wegen diesem Backdoor-Trojaner oder Virus nichts gemacht und auf einmal habe ich wieder 55 Kommentare, die unbeantwortet sind. Da hat man auch ein schlechtes Gewissen. Da hat man ein bisschen Druck, was man normalerweise nicht machen kann oder mir tut es auch leid, dass momentan der Einsatz leider nicht weitergeht, aber da habe ich jetzt einfach keine Lust und dann lasse ich es auch im Prinzip. Gibt's denn da Leute, die das ernsthaft bedauern, dass der nicht weitergeführt wird? Das hoffe ich doch. Also ich mache ja die Videos unter anderem, dass Leute das anschauen und wenn denen egal ist, ob die hochkommen oder nicht, Ja, ja. nein, ich meine, ob es jetzt wirklich, es gibt ja, also ich habe hauptsächlich Kronk abonniert wegen Minecraft. Ja. PeteSmiet habe ich hauptsächlich abonniert wegen Heavy Wheels. Es gibt also, ich abonniere hauptsächlich, ja. Es gibt ja so manche Leute, die ja eigentlich wegen nur einer Serie diesen Let's Play abonnieren und dem den anderen völlig egal sind. Mache ich auch stellenweise. Also. Also, das kann ja sein, dass du dadurch ein bisschen weniger Abonnenten hast, beziehungsweise doofe Kommentare hast, ja, aber warum bringst du keine neuen Einsatzleiter mehr raus? Das war Ja. so toll, warum machst du das nicht? Ja, ich meine, ist ja auch berechtigt so ein Kommentar und da kann ich ja offen antworten, dass ich momentan keine Lust oder Zeit habe. Das ist ja kein Problem. Das nehme ich ja auch auf. Ja, man sieht ja auch an den Zuschauerzahlen, dass es sehr unterschiedlich ist bei den verschiedenen Spielen. Momentan hat mich ja auch Midnight auf den Hunter gebracht. Und das ist wahrscheinlich, kommt es auch nicht so gut an. Aber mir gefällt es halt. Ich nehme es mit auf und bringe es auch hoch. Ob es den Leuten gefällt oder nicht, das müssen sie dann selbst entscheiden. Das kann ich denen ja nicht abnehmen. Und ich will ja auch nicht, dass sie alles schauen. Du hast gesagt, dass du nur wenige Freunde hast. Darf ich fragen, ob du eine Lebensgefährtin bzw. eine Frau hast? Momentan nicht, nein. Okay. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich dauernd Let's Plays mache. Ich sollte mal mehr wieder rausgehen. Ich habe auch noch keine Freundin. Es ist auch so, wenn ich eine Freundin habe, dann ging das immer über Jahre. Also ich habe meistens sehr lange Bindungen und brauche aber lang, bis ich da wieder was Neues Was mache. kam denn eigentlich vor Landwirtschaftssimulator und vor Skiregionssimulator? Davor kannte ich die überhaupt noch nicht. Ich habe Train hochgeladen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch online ist. Orcs Must Die, aber das habe ich gelöscht, weil es da Copyright-Probleme gab. Habe ich davor noch was? Ich bin auch noch kein Jahr mit dem Film drin. Also ich glaube, nächsten Monat bin ich ein Jahr dabei, insgesamt mit dem Namen. Ich glaube, am 27.11. habe ich mich mit dem Kanal angemeldet. Aber seit März filme ich erst. März, Und April, glaube ich. was hast du davor gemacht? Wie davor gemacht? Ja, mit dem Kanal meine ich. Den habe ich einfach erstmal erstellt, um den Namen zu sichern und alles vorzubereiten. Ach so, hat Jimmy dir für dich eine besondere Bedeutung, oder? Das war ein Namen, den ich vor gut 20 Jahren, 22 Jahren für ein Rollenspiel benutzt habe. Ah, okay. War eigentlich eine weibliche Figur. Also ich benutze im Internet hauptsächlich 1, 2, 3, 4 Namen, die ich Weißt du eigentlich, wie Kronk richtig heißt? für Gregor. Nee, heißt der Gregor? Ich weiß es nicht. Nein, heißt er eben nicht. Nee. Hier gibt es nämlich auf Wikipedia, soweit das wie auf Wikipedia stimmt, da kannst du ja nie so sicher sein. Ja, nee, Nein. der Sarazan sagt immer zum Spaß Gregor Onk oder so irgendwie. Genau, also Ja. da nennt er sich ja auch selber so. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt, weil wie gesagt, im Wikipedia steht irgendwas von wegen Ranch.
Also mit Nachnamen heißt er auf jeden Fall Range. R-A-N-G-E. Finde ich auch komisch. Ja, Wikipedia halt. Hört sich Englisch an, aber ich glaube, er ist ja irgendwas in Richtung Russland. Warst du denn schon mal auf der Gamescom? Nee, bis jetzt noch nicht, nein. Ich wäre gern dieses Jahr hingegangen, hat es aber zeitlich nicht gepasst. Du warst auch noch nie, oder? Nee. Okay. Ja, weil irgendwie plötzlich, ich habe gar keine Ahnung, wie ich auf dich gekommen bin. Plötzlich war Skiregion-Simulator da und dann habe ich das halt geguckt, weil das wie am Anfang hat das wirklich viel Spaß gemacht, aber wie das bei den meisten Simulatoren ist, irgendwann hängt es dann halt aus dem Hals raus, genau. Wenn man halt nicht andauernd mit neuen Mods irgendwie was macht. Genau, deswegen habe ich ja auch irgendwann mal Schluss gemacht. Und das ist das Problem hier auch beim Skiregion-Simulator. Da ist ja irgendwie alles gleich. Beim Landwirtschaftssimulator kannst du ja wenigstens die Landschaft verändern. Ja. Beim Skiregion-Simulator kannst du das ja nicht wirklich. Die Landschaft bleibt irgendwie immer dieselbe. Also ehrlich gesagt, ich habe momentan so einen kleinen Hänger, weil ich auf den 13er warte. Das ist einfach das ist das nächste Projekt, wo ich drauf warte. Wobei ich mir überlege, ich bin ganz scharf auch auf Warsi. Also das ist so eine Art Multiplayer D-Set. Okay. Oder DC. Kann ich nicht. Na egal. Ist jetzt auch eine Beta-Version, habe ich jetzt gerade die Vorab-Version gekauft. Mal schauen, ob das Spiel das verspricht, was es hält. Das würde ich gern spielen, aber dann auch mit Leuten zusammen. Mal schauen, ob ich Midnight da heiß machen kann auf das Spiel. Und wenn ich das jetzt schaffe und das jetzt... warte mal ganz kurz, J wieder. Du kannst auf dem anderen Feld anfangen, gell? Ach so, wir haben ja hin noch, ich sehe es gerade. Ich hoffe, dass ich es in die Wege leiten kann, dass ich die Zeit und die Lust habe, dass ich einen Simulator-Kanal hier draus mache. Das heißt, also noch andere Spiele vorstelle. Ich wollte mich mit Estragon in Kontakt treten und die mal fragen, ob ich ihre Spiele let's playen darf. Weil ohne Erlaubnis möchte ich da nicht spielen, weil ich Angst habe, dass mein Kanal geschlossen wird. Und dann würde ich gerne noch andere Simulatoren vorstellen. Und dass hauptsächlich Simulatoren auf den Kanal kommt. Da passt wieder DZ nicht dazu, oder Warset ist es ja. Aber ich will auch spielen, was mir Spaß macht und nicht einfach nur, damit es den Zuschauern gefällt. Und manchmal muss man halt wegschalten. Also ich habe ja auch vor kurzem keine gute Kritik wegen dem Multiplayer-Spiel mit Tobias, mit dem Skiregion-Simulator bekommen. Und da sage ich auch, dass nach 5 Minuten müsste man ja hören, dass es einfach einem nicht gefällt und dann kann man ja auch immer noch abschalten und ein anderes Video anschauen. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Wo bist du denn jetzt? Ich versuche gerade den Mitrescher zu entlehnen. Ich wollte einfach mal gucken, ob das funktioniert, aber nur mit dem... Also soweit ich weiß, ist der Hänger auf Dings gefixt, also auf Sonnenblumen. Aber er funktioniert nicht. Der lässt mich nicht abladen. Ist ja auch schön. Ach, das beginnt ja mal wieder herzhaft. Supi. Gut, dann schmeiß ich dir gleich raus. Hallo. Gerade eben hat meine Steuerung gehangen. Ja, da musst du was einfallen lassen. Ich bin auch schon über der Hälfte ja, voll. Ja, der hat ja hier davor vorgesorgt. Jetzt mach die Pferde nicht scheu. Bist im Stress, ne? Quatsch mit Soße, ich hab genug Geld jetzt. Ganz langsam. Ich habe nur die Angst, dass wir uns bald keine Arbeit mehr anstellt, beziehungsweise dann dürfen wir mit der Seemaschine rumfahren. Yay! Ja. Ja, oder wie gesagt, wir gehen zurück auf
wir gehen zurück auf Wiese und können diesmal ja quasi das Stroh einsammeln, also beziehungsweise das Gras einsammeln und dann zu den Kühen bringen, also quasi mit dem großen Ladewagen. Okay. Das wäre ja auch noch was. Wenn wir dann hier keine Arbeit mehr haben. Ich weiß ja nicht, wie lange du noch aufnehmen willst. Ja, wir spielen ja schon fast eine Stunde. Das wird auch langsam zu lang. Ach, du machst immer so stundenartig, oder was? Ja, also auch, dass die Festplatten nicht überlaufen. Ich habe jetzt schon zwei Aufnahmen schon in der Hinterhand. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz ich noch habe. Ich komme jetzt erstmal mit dem Traktor bei dir vorbei und dann lade ich mal dich ab. Okay. Ja, und so eine Stunde finde ich auch ideal, dass die Stimme geschont wird. Echt? Naja. Oder hast du da quasi jetzt deine Künstlerstimme? Künstlerstimme? Ja. Nein, es kann ja sein, dass wie bei Kronk oder bei Hardy, die verändern ja ihre Stimmlang. Dann kann es natürlich sein, dass es auf die Stimme geht. Das gebe ich ja zu. Nee. Wo soll ich wissen, ob diese raucherartige Stimme gewollt ist oder ob die ungewollt ist? Ich finde, die klingt eher hohl oder ich weiß. Es ist einfach, das Doofe ist, wenn man sich selbst hört, hört man das auf dem Video anders, als man es im Kopf hört. Weil du hörst ja deine Stimme ja, genau. Ganz anders, als wenn es auf dem Video ist. Oder beziehungsweise wie du sie jetzt hörst. Genau. Und ich finde, im Kopf ist die Stimme kräftiger. Ich finde die ein bisschen fad im Video. Aber das jeder, ist. Jeder empfindet die eigene Stimme anders. Das stimmt. Aber ich verstehe jetzt nicht so ganz, wie du das mit Stimmestrom meinst. Ich habe das jetzt nicht verstanden, was du gesagt hast, also akustisch. Wie du das meinst mit der Stimme schon? Wie. Ich verstehe, warum du. Wie meinst du das denn mit Stimme schon? Kriegst du in einer Zeit Stimmbandproblem oder was? Ja, wenn ich so lang durchrede, schon. Du musst auch überlegen, dass ich ja seit 16 Jahren in der Hotline arbeite. Das heißt also, dass ich tagtäglich 8 Stunden geredet habe oder so irgendwas. Das tut der Stimme auch nicht gut. Also die, wenn ich so lange rede, merke ich, dass es im Hals schon kratzt oder so. Aber du kannst doch auch bestimmt die Aufnahmen anhalten und quasi jetzt erstmal was trinken und dann weitermachen, oder? Ja, also ich kann ja auch während der Aufnahme trinken und dich einfach stumm schalten oder so. Aber ich finde so allgemein, dass es angenehm ist, so eine Stunde lang aufzunehmen in der Form. Deswegen bevorzuge ich so eine Stunde ungefähr. Es sind auch 4 Aufnahmen ungefähr, 15 Minuten. Da kann man auch gut hochladen und dann hat man wieder was Neues. Falls manchen Leuten die Art, wie wir spielen, nicht gefällt, dass sie wieder Abwechslung kriegen. Also es spielt mehrere Gedanken dahinter.